Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Mass Effect 3, ist die erste Folge, deswegen kann ich nicht sagen eine weitere Folge. Aber wir setzen die Mass Effect Serie fort, nachdem am Ende vom zweiten Teil ja etwas ziemlich Ätzendes passiert ist. Wir haben tatsächlich ein paar Leute verloren, darunter Telly, die mir eine der liebsten war. Und ja, bla bla. Wir fangen gleich ein neues Spiel an. Wir nehmen einen Mass Effect 2 Charakter, das ist dieser hier. Select. Was? Achso, das ist glaube ich gerade egal. Hier sieht man, was ich alles gemacht habe. Saved the Ragnar Queen, rescued Caden Alenko und Vermeier, das ist noch aus dem ersten Teil. Chose to sacrifice the Council, auch aus dem ersten Teil. Destroyed Malon's Data. Ah, genau, von dem Wissenschaftler. Kept Rex alive. Hä? Hätten wir Rex töten können? Ah ne, das war ja, auch wieder aus dem ersten Teil. Chose to rewrite the Geth Heretics. Ah ja. Destroyed the Collector Base. Survived the Suicide Mission with 8 Squadmates. Kann auch weniger. Okay, interessant. Romance Liara before ME2. Did not romance anyone in ME2. Aha. Genau, ja. Den möchte ich haben. Ja, wir lassen das mal so, wie es ist. Wir können auch schon wieder die Klasse wechseln. Bin mir gerade nicht sicher. Tactical Cloak ist natürlich scheiße. Sticky Grenade ist neu. Sabotage. Soldier, Vanguard. Vanguard ist Biotics und kämpfen. Aha, nee, wir lassen mal den Infiltrator. Das ist also Tech und kämpfen. Genau, wir lassen den Charakter exakt so, wie er war. Genau. Exakt so, wie er war. Ich will da nichts jetzt nochmal dran ändern. Und los geht das. How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. God help us all. Commander. You're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The Defense Committee wants to see you. Sounds important. What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reavers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. You know we're not ready if it is then. Not by a long shot. Tell that to the Defense Committee.
Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one, then blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. The shit you've done, any other soldier would have been tried, court-martialed, and discharged. It's your knowledge of the Reapers that kept that from happening. That, in your good word? Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Good luck in there, Shepard. Anderson? Shepard. Kate? How'd it go in there, Major? Okay, I think. Hard to know. I'm just waiting for orders now. Major? You hadn't heard? No. I'm a bit out of the loop these days. Sorry, sir. Didn't mean to keep you out of the loop. I'm sure you had your reasons. Yeah, I suppose I did. So it's... it's good to see you. Admiral. Come on. You know the commander? I used to. Admiral Anderson. Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. How could they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. We heard from Admiral Hackett. What do we do? The only thing we can. We fight, or we die. We should get to the Normandy. Shepard!
Shepard! Shepard! Come on, get up. Here, take this. We've got to get moving. This is Admiral Anderson. Report in, anyone. Major Elenko, is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to contact me. We'll meet you at the landing zone. Anderson up. They're massive! Come on, Shepard. Can't just head through the moment. They'll pick us up if we can get to the spaceport. Let's move. Okay, so viel. Wow. So viel zum Intro. Sie sind da. Gucken, Space ist immer noch Ben. Shift ist immer noch irgendwie. Alter. Irgendwie ist das die Anzeige unten wesentlich kleiner als im zweiten Teil, habe ich das Gefühl. Das ist sowieso viel kleiner. Das ist aber okay, aber die Dialogauswahl war auch viel kleiner, okay. Wir können also mittlerweile springen, aber nur da, wo es erlaubt ist, sozusagen. Wow. Weapon unlocked. M3 Predator. Okay, Deckung ist wahrscheinlich auch immer noch... Ja, Leertaste und dann können wir auch drüber. Major, you read me. I'm patching in Shepard. We're almost to the Normandy. I've got Lieutenant Vega with you. We're taking heavy fire. We're about 5 minutes out. Husks! Take him out! Wo? Moment, ich mach erstmal die Munition drauf. Shoot him! I'm out of ammo! Come on, we gotta move! Okay, muss ich da einfach nur gegenlaufen? Jawohl. Have to take these things out the old fashion. No ammo. Haha, no ammo. Press F to melee. Melee? Ich kann das nie. Weiß nie genau, wie man das ausspricht. Nahkampf halt. Und das geht auch immer noch. Ja, sind weg. Oh, doch nicht. Alles klar. Find a way forward. Ja, ich glaube, ich habe einen gefunden. Wow! Press F to heavy melee. Zack. Through this way. Vielleicht hat er recht. Vielleicht können wir ihm wirklich nicht helfen. Ah, this is a goddamn mess. Ja, echt, räum mal auf ein bisschen hier. Every minute these machines are here, thousands of innocent people die. I won't be responsible. It's hard enough fighting a war, but it's worse knowing no matter how hard you try, you can't save them all. Exactly. It's so fast. I thought we'd have more time. We knew they were coming. And they still just cut through our defenses. We need to go to the Citadel. Talk to the Council. The Citadel? The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. You sure about that?
No, but you were a Council Spectre. That has to count for something. Kasha! Thanks. I owe you one. More than one. Grab some ammo. Aber eins verstehe ich nicht ganz. Reload, let's keep moving. Ich dachte, Anderson wäre im Council. Warum ist der hier auf der Erde und warum... Verstehe ich nicht ganz. Major Lanko. What? We're in Federal Spaceport. ETA 3 minutes. Alter. Major! Kate! Damn it, they're in trouble. Schon ganz eindrucksvoll gemacht. Oh, 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 Ausweichrolle. Wow. Normandy, we're going to reroute. Do you copy? Normandy, come in. Friendlies. You two all right? Get down, they'll see you. Keep your head down. Oh, geil, diese... Oh, Cannibal. Okay. Nice shot. Die Pistole ist relativ flott, das gefällt mir. Finish them all. Moment. Captain, over here. Wo? Ah, da. What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Come on. Let's get to that gunship. Okay, Moment. Erstmal noch Munition. Ach, Munition ist voll. Ich kann also 105 Schuss mitnehmen. Das ist gar nicht schlecht für die Pistole. Aber das ist jetzt nur die erste Pistole. Ich glaube, das ist wieder wie im zweiten Teil, dass ich so die Waffen so nach und nach bekomme. Medkit. Sehr gut. Cannibal, steht doch da. Ich habe Cryo-Ammo, ich habe Tactical Cloak, ich habe First Aid, Disruptor Ammo, more Weapon Damage und more Damage to Shields and Barriers. Kann ich die hacken? Ne. Anscheinend nicht. Ah, sehr gut. Der kann sich in Deckung aber relativ flott bewegen. Wow, was war das denn? Okay, war's das? Sieht gut aus. Find the radio. Da ist noch irgendwas anderes. Moment, was ist das hier? Avenger, ich hab ne... Ah, Radio. Oh, verdammt, ich wollte mich eigentlich nur umschauen. Egal. Eine Assault Rifle haben wir aufgesammelt. Admiral, what's your location? By a downed gunship in the harbor. I'm activating his distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Major! Damn it! I've lost the signal. Let's hope that beacon does its job. And fast, we've got company. Und Action. Okay, zum Glück haben wir den hier. Ich glaube, der ist relativ gut gegen... Wow. Gegen Gruppen von Gegnern, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, in diesem Fall gilt das nicht.
they get there soon. You and me both. Alter Schwede, die hauen aber ganz schön rein. Moment, ich muss nochmal Cryo. Und Regenerate. Ne, Regenerate ist mein kleinstes Problem. Ich glaube, die regenerieren gar nicht. Ah, okay, habe ich dafür auch einen Shortcut? Ja, auf der 4 habe ich das. Okay, sehr gut. Geht das ein bisschen schneller. Versuch mal ein bisschen Munition zu sparen, ne? Ich glaube, so viel haben wir nämlich gar nicht mehr. ...14 Schuss noch, wenn ich das richtig sehe. Naja, ich habe auch keine mehr. Noch ein Magazin für die Pistole. Irgendwas habe ich gerade aufgesammelt. Au. Ich war doch in Deckung. Oh, 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 da schießt aber jemand scharf. Das ist nicht cool. Keine Munition mehr. Für nichts mehr. Nicht einen einzigen Schuss. Endlich. Die Normandy. Aber welche? Die erste wurde zerstört. Die zweite war von Cerberus. Those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. We're in this fight together, Anderson. It's a fight we can't win. Not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go. That's an order. I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Shepard. Thank you.
What the hell's going on? Where's Anderson? Where are we going? Hey! We're leaving. Leaving? What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel. Get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. We don't have a choice. Without help, this war's already over. Forget it. Drop me off someplace. Enough! Don't you think I'd rather stay and fight? We're going to the Citadel. You want out, you can catch a ride back from there. Commander! Joker, that you? Alive and kicking. Got an emergency transmission from Admiral Hackett for you. Patch it through. Shepard, sustained heavy losses. The force was overwhelming. There's no way we can defeat them conventionally. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to land outpost on Mars. Now we lose control of the system. Yes, sir. I've been researching the Prothean archives with Dr. Tassoni. We found a way to stop the Reapers. Only way to stop them. Contact soon. Hack it out. Joker, set a course for the Mars archives. Mars? Roger that. This is loco. Why Mars? What did you think we'll find there? I don't know yet. But if it helps us win this war... Grab your gear. Mars on secure channels. No one's answering. Any sign of Reaper activity? Negative. Edie? The base appears to be online. It's possible the inhabitants were evacuated. We'll know soon enough. Be ready, Joker. Just in case. Roger that. Normandy out. We're almost there. Still no contact from the base, but we've got a massive storm headed our way. How long till it hits? Half hour tops. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Okay, wir sind also erstmal auf dem Mars. So, ich muss Squad und dann Level Up, hat er mir gesagt. Das bin ich. Warum habe ich denn so komisch schon gelevelt? Das habe ich noch aus dem letzten Spiel mitgenommen, oder was? Sticky grenades. Stick this grenade to your opponent and the explosion will tear apart the target. The shrapnel will damage other enemies caught in the blast. Will ich haben. Ah, man kann verschiedene Pfade auswählen. Okay, aber erstmal können wir nur hier geradeaus leveln. Upgrade cost 1. Gekauft. Increase grenade capacity. Upgrade für 2. Gut, das kostet jetzt schon 3. Und hier wird nur Damage gesteigert. Damage und Radius, Capacity und Increased Damage to Armored Units. Increased Damage, Grenades stay active for 15 seconds when attached to a wall or surface. Aha. Okay, das haben wir erstmal gelevelt, dann haben wir Sabotage. Hex Synthetics, okay, das ist das, verstehe. Operational Master, be an expert tactician on and off the battlefield. More time to line up the perfect shot. More Charisma finde ich interessant. Fitness, more melee damage, more health, more shields, barriers. Ich würde das hier gerne noch leveln.
Und zwar kann ich... Was kann ich denn? Das ist irgendwie für mich automatisch ausgewählt worden. Egal. Also hier kann ich Increase Squadmate Weapon Damage, Increase Squadmate Power Damage, Increase Weight Capacity Bonus. Weight Capacity Bonus? Habe ich jetzt 35, ich würde den verdoppeln. Kostet 5 Punkte. Okay, und was denn, hätten wir hier noch? Increase Power Damage and Duration, Increase Sniper Rifle Damage, Headshot. Den will ich auf jeden Fall haben. Squadmate Weapon. Okay, bin ich mir nicht sicher. Was haben wir denn hier? Fitness, more melee, more health, more shields. Kostet nur einen, nehme ich mit. Hier vermute ich das gleiche. Health and Shield Bonus ist bei 10%. Upgrade. So, für 3 Punkte bekommen wir Melee Damage Bonus. Kann ich mir sparen. Was können wir denn hier noch machen? Increase Damage by an additional 40% over 8 seconds. Increase Recharge Speed. Das ist 3,8 Sekunden, dann 3,4 Sekunden. Freeze Combo. Increase Damage to Frozen and Chill Targets by an additional 100%. Oh, das ist natürlich mies mit meiner, wie heißt das? Freeze Ammo. Increase Damage to Armored Targets. Ah, okay. Kostet 5. Ah, ich weiß es noch nicht. Was haben wir denn hier noch? Cryo Ammo. Was kann ich denn da noch? Increase Freeze Duration. Na gut, ist nicht so richtig gut. Sabotage. Increase Impact Radius. Okay, dann nehme ich die letzten. Moment, 5? Ach Gott. Also ich kann noch einen auf Level 5 und einen auf Level 3 bringen. Das wäre dann Incinerate Disruptor Ammo. Was bringt mir das denn? Increase Ammo Capacity? Increase Hedge. Oh Gott, das ist beides gut. Scheiße. Ich mache... Oh Gott. Okay, was haben wir noch? Incinerate, Operational Mastery. Scheiße, ich nehme das. Und dann noch einen Dreier. Grenade wäre dann Increased Damage. Tactical Cloak kannst du knicken. Cryo Ammo, Increased Freeze Duration. Sabotage, was bringt mir das? Impact Radius. Und Fitness bringt mir Melee Damage Bonus. Das ist für ein Arsch. Obwohl, was kommt denn danach? Auch nochmal Melee Damage, Health and Shield Bonuses. Melee Damage ist... weiß ich nicht. Oh Mann. Cryo Freeze Duration. Ich glaube, ich mache das hier. So, dann sind wir die 3 Punkte los. Jetzt muss man echt entscheiden, also nochmal in den Disziplinen quasi, was man da... Nee, die 25 Punkte gebe ich nicht von Hand aus. Meine Squadmates können ruhig auto-leveln. Ich mache das nicht. So, Journal, Priority, Mars. Codec. Mark all viewed. Codex ist mir gerade wurscht. Secondary Codex ist mir auch wurscht. Okay, resume. Los geht das. Damn, that's a huge storm. Weapon unlocked. Mantis. V. Average for Mars, actually. Oh. I'm glad you're so optimistic. Yeah, we've got Reapers invading Earth. The station here is offline. A little dust storm seems like the least of our worries. Naja. Kleiner Sandsturm ist aber auch anders. Ist schon ein bisschen größerer Sandsturm, der da kommt. Okay, aber erstmal ist hier noch niemand. Kann ich hier runter? Nee. Wo muss ich denn hin? Hier kann ich auch nicht runter. Ah, hier geht's wahrscheinlich runter. Ja. Okay, halten wir uns mal bedeckt. Holy shit, they're executing them. Warum?
Well, was sind das für Leute? Oh ja, hier habe ich eine super Deckung gefunden. Okay, ich habe... Oh, ich habe meinen Sniper-Rifle und ich habe einen Predator, also die Pistole dabei. Sehr schön, sehr schön. Oh ja! Moment, packe ich mir die noch mit drauf? Und einmal den hier. Bam, Junge! Ups, der ging ins Leere, glaube ich. Ja, die funktioniert sehr gut. Hat er das überlebt? Nee, hat er nicht. Sehr gut. So, den Rest machen wir mit der Pistole. Was geht denn hier? Okay. Was geht denn hier eigentlich ab? Wieso? Ja, Cerberus halt offensichtlich. Aber warum bringen die hier Leute um? Was? Gerade dann, wenn wir von Außerirdischen überrannt werden, killen die einfach irgendwelche Leute. Ich meine, das ist aber mit Sicherheit nicht im besten Sinne der Menschheit. Okay. Oh, die können ausweichen. Das ist ja fies. Da nach links ist doch gerade einer abgehauen. Oh, ich kann hier rum. Okay, der war schon weg. Oh, da ist ja noch einer. Okay, und ich habe eben auch schon gehört, dass nicht Tally, verdammt Tally, ist nicht mehr. Nein, wie heißt die Liara? Liara Tessoni wohl hier mitforschen soll. Wäre ziemlich cool, wenn wir die hier treffen würden. Shepard, I need a straight answer. About what? Do you know anything about why Cerberus is here? What makes you think I know what they're up to? You work for them, for God's sakes. How am I not supposed to think that? I used them to take down the collectors. That's it. There's more to it. They rebuilt you from the ground up. They give you a ship. Resources. Let me be clear. I've had no contact with Cerberus since I destroyed the collector base. And I have no idea why they're here now or what they want. Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Sorry, Shepard. It's just that... I shouldn't have to explain myself to you, Caden. Please, trust me. I do, I'm sorry. I didn't mean... Liara! Ach du Scheiße. Hätte ja ruhig was tun können.
anstatt da dumm in der Ecke rumzusitzen. Easy there, Lieutenant. She's with us. Shepard, thank the goddess you're alive. You too, Liara. I was so worried when the reports came in. I'm sorry about Earth. Yeah. It was hard to leave like that. Caden, I'm sorry. But why'd you come here? Hackett ordered us to come. Said you'd know what was going on. I do. Hallelujah. Some answers, finally. Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Here on Mars? In the Prothean archives, yes. We've known about the archives for decades. Why now? Process of elimination, mixed with a little desperation. When I got the data on the Alpha Relay incident, I knew I had to do something. Hackett knew it too. I contacted him as an information broker, and we pooled our resources looking for a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. I meant to come see you, but... I would have liked that. But under the circumstances, I think I can forgive you. You're too kind. In any case, my work paid off. The archives are full of data, an overwhelming amount. I think I found what we need. I guess I'll believe it when I see it. Where do we find this weapon? It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. How do we get it? The archives are just across that tramway. Assuming Cerberus hasn't locked it down. What are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching you. They want what I'm here for. What we're all here for. But why? The Protheans came close to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. And anything powerful enough to destroy the Reapers? Just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the archives. We've got company. Bring it on. Not this time, James. What? Get back to the ship. Cerberus beats us to the archives. I need you covering the exits. But... Now, Lieutenant. I hear them. We should take cover. Looks like they found us. Aber das macht doch alles keinen Sinn. Ich muss gerade mal... Also es gibt hier ein paar Plotholes, um ehrlich zu sein. Irgendwie passt das alles nicht so ganz hier.